Königin im Hardrock-Reich. Queen, nur dekadenter Formalismus? Queen, Freddie Mercury, eine Stimme wie ein Orchester. So schreibt der Melody Maker. Präsentiert Her Majesty the Queen. Auch das ist ein Titel von Queen, obwohl er sich gar nicht so anhört. Lazing on a Sunday Afternoon, stimmt auch alles gar nicht. Wer Queen und ihre Show komplett mitkriegen möchte, und das wollen wir, denn das ist der Untertitel unserer ganzen Kiste, der muss früh aufstehen. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Und einige sind bereits bei der Arbeit, wusste gar nicht, dass Leute, die mit Musik zu tun haben, so früh aufstehen können. Mir fällt es auch schwer, also drücken wir uns mal ganz sanft einen Titel, hä? Hier. Say white, say bar, say bite, say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose, say Roy, say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. What I wanna do is bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Die Queen-Erfolge beginnen 1973, da kommt ihre erste LP auf den Markt. Sie nennen sie schlicht Queen. Die Nachfolge-LP Queen 2 enthält ihren ersten Single-Erfolg Seven Seas of Rye. Hören wir mal rein. Ja, und während das läuft, mehr über Queen. Sie bekommen Fernsehauftritte in Frankreich, in Holland und natürlich in ihrer Heimat England. Sie gehen mit Mott the Hoople auf Tournee, allerdings noch als Vorgruppe, und 1974 dann auf ihre erste internationale Tournee nach Australien. Nach ihrer Rückkehr kommt der eigentliche große Durchbruch in den Blackpool Winter Gardens. Das ist eine echte Euphorie geworden damals. Die Road Crew wird krankenhausreif geschlagen und Queen kommt groß raus. Es folgt natürlich, was immer folgt, der Gang nach Amerika. Es lockt der große Wilde Westen, aber daraus wird offensichtlich auch bei uns nichts. Naja, es scheint mir Englisch zu werden hier. Tja, Musikbox AD, Platz für die Königin bzw. ihre Vorboten und vor allem ihre Koffer. Queen auf Deutschlandtour. Und das nun bereits zum vierten Male mit einer spektakulären Bühnenshow, deren Aufwand selbst in der Rockszene seinesgleichen sucht. Die Gruppe hat diese Show mehrere Wochen in den Vereinigten Staaten vorbereitet. Selbst der Aufbau von Kisten und Kästchen, der Wahnsinnston- und Lichttechnik, verläuft pingelig nach einem ausgeklügelten Plan. Klappe? 19a die erste. Bernie, du bist also hier sozusagen der Chef von Skanze, das heißt, du bist sozusagen der technische Direktor im Moment. Ja. Du hast alles unter dir, du beobachtest, ob auch alles so steht, wie es heute am Abend stehen muss und auch funktionieren muss natürlich. Ja. Paar technische Daten, was macht denn das Licht, was macht denn die Lautstärke, was macht denn überhaupt die ganze Masse aus, die hier so rumsteht? Zurzeit dürfte es sicherlich das Größte sein, was auf Tour ist. Das Licht beträgt, wie man sie etwa schätzen kann, 430.000 Watt. 430.000 Watt, wie kann man das umsetzen? Ja, ich würde etwa sagen, kann man schon 10 Einfamilienhäuser ca. 4 bis 6 Wochen schon damit aufwärmen. Ja,
geht in 2 Stunden hier so Puste weg über die Bühne. Wird schon gebraucht und so. Vom Ton sind es circa, würde ich sagen, 26.000 Watt. So, jetzt kommt noch Mutters guter Vorhang davor und dann erkennt man die Bühne gar nicht mehr wieder, denn hier stand vor 8 Stunden unsere Musikbox, jetzt ist sie nicht mehr und alles das, was hier rumsteht, ist Queen Equipment und es sieht eigentlich gar nicht anders aus als die Ausrüstung anderer Bands. Piano, natürlich ein Wahnsinn, Schlagzeug und dann noch die Gitarren von den beiden. Ja, und trotzdem ist die Musik von Queen ganz anders als die von anderen vergleichbaren Gruppen. Man kann kaum sagen, warum. Hören wir uns erstmal an. At the end of the day, I take home my